Also früher in der Schule war es halt so, dass wir über den Kalten Krieg gelernt haben. Also man hat uns das halt vermittelt, aber eher eintönig. Deswegen, also es war trotzdem interessant, aber man hat halt immer nur mit einem Ohr so zugehört. Und ich fand es halt jetzt spannend, weil ich eigentlich in die Zeit meiner Eltern eintauchen durfte und das alles nachspielen durfte und auch halt das Thema mit der Stasi, dass man sich das früher jetzt, wenn man zum Beispiel nur Bücher gelesen hat und so, wie die Stasi jetzt agiert hat früher, das konnte man sich nicht vorstellen. Und jetzt durfte ich da wirklich also eintauchen und durfte das miterleben. Und das hat aber jetzt keine Relevanz mehr zu heute. So. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich gehe jetzt nicht durch die Straße und denke mir, oh Gott, darf ich dem trauen oder darf ich dem nicht trauen? So ist es jetzt nicht. Aber natürlich war es für mich spannend, in die Zeit einzutauchen und das zu erleben. Und natürlich denke ich über diese Zeit jetzt anders, als ich es vorher getan habe. Ja, auf jeden Fall der Fokuhila, ne? Eine Dauerwelle, auch ganz klar. Nena, finde ich, 99 Luftballons. Falco, Rock Me Amadeus und David Bowie, finde ich. Das sind so typisch 80er Leute oder 80er Jahre Leute, Aspekte. Schwierig, also eigentlich nicht. Aber eine Sache, das hat mir mein Stiefpapa erzählt, dass die, wenn er früher immer in die Disco, da haben sie auch, also meine Eltern haben mir dann auch viel erzählt, die kommen aus dem Westen, aber die haben mir halt darüber erzählt, dass sie, wenn sie in die Disco gegangen sind, gab es immer eine Bluesstunde. Also es gab erstmal normale Musik und dann irgendwann kam halt die Bluesstunde und jeder hat sich darauf gefreut, weil man dann seinen auserwählten Partner halt zum Blues gebeten hat. Und dann haben die halt Engtanz getanzt. Und da hat sich jeder wohl früher drauf gefreut. Und ich finde es eigentlich ziemlich romantisch. Und das hätte ich auch gern. Also man kann sich das heutzutage nicht vorstellen, dass auf einmal im Club irgendwie so eine Bluesstunde. Okay, Leute, wollt ihr mich gerade verarschen? Aber das finde ich irgendwie schön. Das finde ich irgendwie toll. Das hätte ich gern mitgemacht. Ja, ich komme, ich steige in den Wagen. Es hat draußen total geregnet. Das war halt künstlicher Regen, den haben wir erzeugt. Ich hatte halt dann dementsprechend auch einen Regenschirm in der Hand und musste dann halt einsteigen in den Wagen. Und in den Kopflehnen sind halt Löcher. Und wie steigt man jetzt am besten elegant mit einem Regenschirm ein, ja, der so lang ist irgendwie. Und ja, ich bin eingestiegen und habe mich leider dann mit dem Ende in dem Kopfteil verhakt. Und dann wollte ich halt, irgendwie habe ich das so probiert, das rauszukriegen schnell. Und dann habe ich mich aber mit dem anderen Ende in dem Lenkrad verhakt. Und es war so, Mann, nein, oh Mist, schade, Leute. Und ja, das war, also es ist ja immer Situationskomik. Aber das war ziemlich lustig. Also einmal die Thematik natürlich und in Amerika ist es ja auch super angekommen, aber auch, dass wir halt echt Action drin haben, wir haben romantische Szenen drin, wir haben Spannung drin und es ist einfach wirklich gut produziert worden, hochwertig produziert worden. Und ich glaube, dadurch, dass die Thematik halt auch so wichtig ist, für Ältere wie auch für Jüngere, also für die junge Generation, die natürlich für die auch spannend, also was für die natürlich auch spannend ist, da die natürlich unsere Historik dann in einer Serie irgendwie sehen können, in einem bewegten Bild, was natürlich viel spannender ist, als aus Büchern zu lesen. Ich glaube, deswegen ist Deutschland 83 so gut. Hallo ihr Lieben, seid ihr genauso gespannt wie ich auf den TV-Start von Deutschland 83? Dann schaltet ein am 26.11. bei RTL.